Freunde, Kingdom Hearts Final Mix geht in eine, behaupte ich jetzt mal, entscheidende Phase, denn, naja, also behaupte ich jetzt mal, wir haben alle Welten soweit abgegrast und bin deswegen gespannt, was jetzt passieren wird, wa? In Gumminjet einsteigen und, ja, wohin kommen wir jetzt? Feenland. Jetzt haben wir Gummi gefunden, wir sollen zurück nach Traverse. Sieht, wie das uns anbringen. Yo, man. Drin des Olympus findet zu sein Wettkampfstadt, wa? Mhm. Wer Sieger von Fugatelle, ist ganz besonderes Tolles. Oh, geil. Ja, toll, hier Neverland, aber... Warte mal, können wir vielleicht auch... Ich sehe oben den Glockenturm und unten das Schiff. Heißt das, wir können hier... Ah, okay, gut. Wir können trotzdem noch zum Schiff zurück, weil hinter ist noch ein Triotech-Symbol und so. Navigumi, ja, die Frage ist bloß, wie viele Welten gibt es noch? Weil ich habe das Gefühl, wir haben schon ziemlich alle abgegrasen. Das ist die regulären, sag ich jetzt mal. Ah, okay. Gehen wir zurück zum Olymp mit Warp-Geschwindigkeit, Mr. Sunu. Also wir können jetzt fliegen. Ich finde den Kampf ein bisschen einfacher. Heldenplatz. Rankings, ja, so einen dritten Cap. Also ich hoffe mal, dass wir dann auf Herkules treffen. Und mal das Triotech-Symbol knacken können. Junior-Held zum wahren Held. Ja genau, weil es ja pro Spiel nur ein wahren... Einfach gehen wir die Kiste hier. Also wenn man pro Spiel natürlich auch nur einen wahren Held geben kann, nicht mehr. Nein, es sind nur einer. Wir sind noch stark genug für den dritten Cup. Ich bin noch ein bisschen unschlüssig. Mal gucken. Herkules Cup. Vor allem ist es irgendwann auch mal ein Kampf gegen Hades zu folgen, oder? Haben wir echt noch relativ wenig gesehen. So, jetzt sind so Wunder. Kann ich fliegen? Ja, ich kann. Ich kann gleiten. Ja, eben, ich kann gleiten. Okay, das stimmt soweit. Fliegen kann ich leider nicht. Okay, wäre auch ein bisschen immer gewesen. Was denn hier gleiten groß bringen soll? Warte mal, geht da überhaupt der Supersprung noch? Geht einfach hier im Kampf nicht. Ach so, gleiten. Ah, ist das geil. Okay. Die Kombi macht's halt aus, Leute. Dann über die auch noch, war klar. Jemand mit dem Feenglanz. Ich muss sagen, gefällt mir gutes Schwert. Die Tackler. Ach nö. Hm. Warum wohl Tackler, war? Ist eigentlich klar. Nö, ich greife dich jetzt nicht so an, Kumpel. Kannst du vergessen. Vergiss es! Der Trick zieht nicht mehr. Und so war hart ein Rubble up. Kein Problem, Goofy, ich hab genug Mana. So, hätten wir den auch. Platz Nummer 6, die Gargoyle, eigentlich die Irrspucker. Oh oh, ey, ich wollte gerade eigentlich was anderes machen. Ich glaube, hier ein bisschen Thunder bei so vielen Gegnern bringt schon. Blockiert. Aua. Donald, was machst du noch wieder? Er hat ein bisschen wenig Verteidigung. Ja, schon, aber er soll ja auch mehr auf Magie gehen und so, mit richtigen Fähigkeiten. Paar Fungi.
Was? Was war das für ein Kampf? Ist einfach abgehauen. Ja klar, auf Platz 4 mal Cloud. Ja, leck mich doch. Ich hab deine scheiß Gespamme auf Cloud. Spammen kann er, sonst kann er nix. Guck mal, weiß ja, sobald er wieder den Quatsch macht mit Hu, war ich einfach raus. Was? Na klar, trifft noch ihn auch in die Luft, ist klar, Alter. Ich habe mal kurz, bis sie zurückkommen. Nur nicht ganz, aber dann in der Kurve kommen wir gleich zurück. Ja, ja. Lass stecken, Cloud. Du kannst eh nix. Donald ist zurück. Wieder reinsetzen, scheiße. Frau Daisy, ja! Chocobo erhalten! Was? Wieso kriegt jetzt ein anderes Schlüsselschwert? Beziehungsweise ein Anhänger natürlich. Eigentlich sind Anhänger, Schlüsselschwert ist das gleiche. Gut, können wir noch ein bisschen MP auffüllen. Ich habe erschießt, was noch alles kommen wird. Ich hoffe natürlich nicht, dass wieder alle anderen Gegner kommen werden. Zum Beispiel Lien und so. Wenn ich jetzt weniger brauche. Ich hoffe echt auf Platz 1 kommt halt Herkules. Sag mal. Yeah, we did it, Goofy, yeah, man, geil. Das ist Platz 2, oder? Die Flugpiraten. Och, nö. Sei von den Spackos. Machen wir erstmal den hier, weil der nervt auch ziemlich. Sag mal! Aber schießen die wieder? Nee, nee, da wird, daraus wird nix. Schon wieder. So.
Mann, du gehst mir auf den Sack ganz... Tomo... Ah, jetzt geht's irgendwie. Warte mal. Ja, irgendwie habe ich jetzt was geschossen, aber irgendwie hat es nichts gebracht. Hm. Aua! Ja, das war so geil! So. Zeig mal, was ihr drauf habt! Warte, Herkules, einer gegen einen! Du meine Güte, was für ein Angeber! Was sollen wir machen? Allein lassen, schätze ich? Viel Glück, Sauer! Hör dich nicht schonen! Bist du wahnsinnig, Sauer? Das kann heiter werden. Hä? Okay. Hä? Hey, give up yet? Nee. Was zum... Die Fässer können seine Verteidigung durchbrechen. Eine Götterverteidigung. Hm, ist klar. Mann, so weich doch aus! Eigentlich hat er jetzt nicht so viel drauf. Dann hat Herkules ein Schwert. Ja, ist klar. Ich würde gerne Magic-mäßig was anderes einsetzen als Vitra. Aero wird's ganz geil. Tja, Herkules, was machen wir, wa? Aua, natürlich hast du eine Reichweite, ist klar, Alter. Was? Nein! Er ist Cheaten! Mhm. Hey, give up yet? Come on. Der geht mir auf den Sack. Früher fand ich Herkules cool, jetzt geht er mir auf den Sack. Das seltsame ist ja auch, dass er hier im Cartoon. Da ist ja Herkules offenbar kein, wie soll es. Wow. Nein, 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 nein. Er ist ja irgendwie kein Halbgott, sondern ein richtiger Gott, sprich, er ist ja irgendwie der Sohn von Zeus und Hera. Ja. Oh. Wer elegant ausweicht. Sag mal. Was zum Soa? Alter, da kann ihm wahr sein, ist mein schöner Aero wieder weg. Oh, das muss jetzt einfach sein. Der Scheiß. Groß abhauen kann ich irgendwie auch nicht. Aua! Nein! Okay, Zeit für mich, High Potion. Alter, mach all meine Items gegen den. Was ist los mit dem Spacko? Nein! Hey, give up yet?
So, noch alles nix. Fässer spawnen bitte, dankeschön. Dass ich mit so Scheißfässern irgendwie aus der Fassung bringen kann, das ja. Mann! Na, macht Spaß, Herkules! Also Power hat er ja eigentlich, aber es fehlt noch ein bisschen an der Eleganz. Der Quatsch wieder. Mann, Herkules, gib auf, du bist sowieso gleich down. So. War nervig, aber irgendwie auch cool. Goofy hat Herkules-Schild erhalten. Alter. Wow! And I didn't even hold back! Now I finally know what you mean about strength of heart. Mine comes from Donald and Goofy. Come again? If we stick together, we're unbeatable. Not even Hercules stands a chance. With these guys beside me, I'm ready for anything. But that's not exactly what... Of course. Your friends give you strength. Isn't that right, Phil? The three of you together make great heroes. And as a team, I'm sure you can overcome anything. So what heroes erhalten? I need a hero! Die gelbe Trio-Tech erlernt. Na, endlich mal. So. Aber das ist Kiho, schätze ich jetzt mal. Bingo! Ja, vor allem die einzige Welt, die jetzt im Versiegeln noch fehlt, ist halt Alice im Wunderland. Also von dem her sind wir echt, echt gut dabei. Okay, aber ja, sehr, sehr viel gebraucht im Kampf gegen Herkules. Können wir nochmal wieder ein bisschen hier auffüllen, das alles. Wir haben noch viel, viel verbraucht, aber kein Problem. Ein Elixier mit oder so. Ja, wir haben zwei dabei, ist egal. So, Ausrüstung. Dann mal gucken. Die Feenharfe. Chocobo. Hm. Ja, hat er was von Cloud-mäßig, wa? Angriffskraft steigt dafür. MP sinken wieder. Heroes! Die Angriffskraft steigt um 2, Alter. Das ist episch. So, Donald hat glaube ich noch nichts Neues. Nee, aber dafür hat Goofy ein Herkules-Schild erhalten. Das Schild ist, glaube ich, sein Standard-Schild. Kann ich auch nicht verkaufen oder so. Dann den hier. Alter. 6 mehr Verteidigung. Ja, leck mich doch. Ja, ich muss sagen, das Spiel macht immer mehr und mehr Spaß. Jetzt, aber doch, so wie ich jetzt mal behaupten würde, ziemlich schnell zum Ende kommen. Jetzt, wo wir auch die gelbe Trio-Tech haben, also viel kann nicht mehr kommen, Freunde. Aber zumindest mal.
Was mir immer noch irritiert ist, dass das der einzige Speicherpunkt im ganzen Spiel ist, wo ich nicht direkt zum Gummicheck kann. Heißt jetzt, passiert das, wenn ich jetzt hier rausgehe? Nö. Das nächste Mal? Oh, scheiße. Ich hoffe nur, es gibt nicht noch mehr. Wobei, wir müssen sowieso nochmal zurückkommen. Hier haben wir noch ein weißes Trio-Tech-Dingsbums. Mit dem gelben. Wo können wir überall hin? Junior-Held. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung mehr, wo wir überall das Tier gehen. Nicht in Atlantika, das ist klar. Und ob da noch irgendetwas war? Ne. Antarktika, Nimmerland, Halloween Town, tiefer Dschungel, Agrabah, da haben wir die Schlüssel irgendwo gefunden. Traverse eigentlich auch. Wonderland, da fehlt ja immer noch etwas, wa? Aber wenn wir nur das Gelbe haben, ist die Frage, können wir damit irgendetwas bewirken hier? Ich behaupte immer noch, solange wir halt Alice nicht haben, ist da halt, ziemlich scheiße. Egal, komm. Zurück in den Traverse und da mal gucken. Ja, jetzt mit der gelben Trio-Tech. Lalalalalala. Wir kommen direkt mehr ins Zimmer. Mit Merlin nicht quatschen, immer das ist auch noch ein Fortschritt, die sollen Bemühungen. Examinator halten. Na toll. Noch ein neues Schwert, dann schlecht. Beziehungsweise Anhängen natürlich. Ist er noch stärker? Nee, er ist schwächer. Steigt zwar die MP, aber ganz ehrlich, nee, da behalte ich lieber mein Hivos Schwert. We need a Hivo. So, hat sie wieder noch etwas? Dass ich Tinker bei dem Kampf rufen kann, ey. Bibidi, babidi, buh, lalala. Dumbo kann gerufen werden. What the hell? Simba, Genie, Bambi, Tinkerbell, Dumbo. Boah, Alter, wie geil. Es fühlt und fühlt sich, wenn man das Buch, das machen wir in der nächsten Folge, Leute. Mal ganz kurz rausgehen und gucken. Was war das schon wieder für ein Trio-Tech-Symbol? Bitte kein weißes. Ne, es ist ein gelbes. Geil. Donald. Aha. Wo? Was ist der Henker? Ey, sag mal. Kommt der vielleicht einmal hoch? Mann, diese scheiß Steuerung. Ich komme doch nicht aus der Truhe hoch. Wollen wir jetzt verarschen? Oh, um Gottes Willen, hey. Ich hoffe ernsthaft, dass es bei den künftigen Kingdom Hearts Spielen besser gemacht. So. Der tolle Schatz, ich sehe nichts. Ja, danke schön, PS. Was habe ich jetzt bekommen? Kein Plan. Ich habe keinen Plan, was ich jetzt bekommen habe. Mann, in der Spiel, die immer alles verdecken muss. Oh, das ist wohl... nein, ich wollte mal. Nein, kurz gucken, was da drin war. Aber vielleicht hätte ich es ja gesehen, so, ja? Egal. So, kann man ja dann der neue Schlüsselanhänger sein? Nee, er hat mich auch stark gewundert. Donald auch nichts, vielleicht irgendwie noch so etwas, so ein Anhänger. Auch nicht, okay. Gut. Frage ist, komme ich immer noch darüber? Okay, aber theoretisch geht das so. Auf besser abtimen können, aber theoretisch geht's. Ach ne, muss den ganzen Weg wieder zurück. Ach.
Ja, man merkt, dass das Spiel halt ein bisschen älter ist und hat damals noch Dinge angebaut, die man heutzutage sich als Entwickler gar nicht mehr trauen würde einzubauen, weil es sonst einen richtigen Shitstorm geben würde. Alter. Ah, naja. Gut, Leute, ja, ich mache jetzt das eine ganz kurze Truhe da hinten holen und den Rest machen wir dann das nächste Mal im nächsten Part und für mich an der ersten Aufnahmesession. Vermutlich, ja, ist die Frage, wa? Weil momentan nehme ich halt ziemlich viel vorab auf, aus privaten Gründen. Oh, wie kommen wir jetzt am besten rüber, wa? So. Deswegen, die ersten zwei und dritte Welpen sind nach Hause gegangen. Genial. Deswegen weiß ich jetzt auch nicht, wann genau ich das nächste Mal aufnehmen werde. Was da relativ schnell passieren wird oder aber wieder ein bisschen Zeit vergehen wird. Könnte alles sein. Ah, wir haben nicht mehr. Gut, wir bauen das nächste Level ab. Sehr schön. Und eigentlich hier ganz kurz im Tagebuch gucken. Handlungen. Warte mal, nicht Handlungen. Ansehenberichte. Haben wir doch auch schon ein paar. Weil so viele sind es gar nicht. Hm, okay. Die Dalmatiner. Ja, es fühlt sich. Geredet 51. Wir haben bereits über die Hälfte. Und das Spiel ist noch nicht vorbei. Mit Abilities zu retten, ja, haben wir gerade gesehen. 12 sind noch unbekannt, wo ich die holen kann. Die Frage ist, gibt es generell einfach immer 9 pro Welt? Weil ich sehe gerade, 9 ist eigentlich die höchste Zahl, die ich überall habe. Außer in irgendeiner unbekannten Welt, wo ich genau weiß, ist das einfach eine Welt oder sind das noch generell die restlichen, die fehlen? Ne, warte mal. Sind die noch... Ah, okay. Was niemand empfehlen? 9 Stück noch. Okay. Halloween Town noch 9. Agrabah noch 9. Tiefer Dschungel noch 3. Wonderland noch 6. Moment mal ganz kurz. 9, 18, 27, 36, 48. Scheiße, stimmt sogar. Das ist ein Monster. Gibt es gar kein... Entschuldigung, könnte Monster fehlen, würden noch ein paar fehlen. Okay. Neverland, 9 Stück fehlen dann noch. Ich kann mich an eine Stelle erinnern, wo wir nicht hinkamen. Agrabah. Da muss ein Ding sein. In der Wunderhöhle. Die gar nicht anders. Tiefer Dschungel, das kann gut sein, dass ich dort eine Truhe übersehen habe. Doch eine kann man sowieso nicht hin, stimmt. Ja, da muss diese gewesen sein, scheiße. Aber jetzt habe ich einen höheren Sprung, jetzt wäre es nur kein Problem mehr. Wonderland, ja, da wundert es mich weniger. Ja, sowieso ein Scheiß. Halloween Town, hä? Warum Halloween Town? Die hat was so cool. Okay. Gut. Ja, die muss dann vielleicht irgendwie. Keine Ahnung. Mal ein bisschen gucken, ja. Vielleicht auch ein bisschen vorbereiten, so bis ich da hinkomme. Trio Sprung, Trio Polter, Trio Musikant, Trio Schuh. Was sollen die Zahlen da bedeuten? 11, 17, 4, 6, 4, 9, 2, 4. Hä? Okay, ganz crazy. Warte mal. Ach so. Vielleicht gibt es insgesamt, was? 17 sind insgesamt gefunden? Also von dem blauen Netz, 17 insgesamt gefunden, aber erst 11 aktiviert. Oder beziehungsweise, könnte doch anders sein, weil 17 gibt es insgesamt von denen, ich habe erst 11 gefunden. Ob ich sie aktiviert habe oder nicht. Aber das wäre ja auch Quatsch, wa? Würde mehr Sinn geben, dass man sagt, okay, 17 habe ich vielleicht schon mal gesehen oder gibt es insgesamt? Eins von beidem. Und 11 aber schon aktiviert. Ja, da wird mehr Sinn, vor allem einen Trio-Schub geben, einen gelben. Hat er schon mehr als 4 gelbe gesehen, oder nicht? Wobei, das könnte sein. Okay. Gut, das ist ein anderes Thema. Wow. Da wollte Zoa nochmal ein bisschen gleiten gehen. Also, nächsten Part werden wir dann erstmal noch das mit Winnie Pooh machen, wenn er noch verlorene Seiten entdeckt. Dann gehen wir zu Sid, damit er uns noch irgendwie ja, hilft, damit wir noch irgendwie weiterkommen. Nur wenn er noch die restlichen Teile Teenagern suchen soll. Ja, ist fraglich. Ich überlege halt, ob wir erst das weiße Trio-Tech noch abwarten sollen. Weil ich glaube, das kriegen wir nicht erst nach Abschluss des Spiels, das müssen wir schon vorbekommen. Und dann nochmal die Gelegenheit haben, alles andere nochmal abzugrasen und zu gucken, wo können wir noch irgendwo hin und so. Wäre zumindest geil. Naja, wie dem auch sei, bis zum nächsten Mal, zurück bei Kingdom Hearts Final Mix. Ciao zusammen.